Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception. Im letzten Part haben wir ja Tarbold gefunden und, oder vielmehr Tarbold hat uns gefunden, nachdem wir ja das Rätsel gelöst haben und auch ihm dann das Artefakt gegeben haben. Wir sind dann vor Spinnen abgehauen, die uns sehr, sehr viel Schaden gemacht haben. Und jetzt wollen Tarbolds Männer tatsächlich das Gebäude, sage ich jetzt mal, ja, verbrennen. Und da müssen wir jetzt irgendwie, ja, ich sag's mal, rauskommen. Hoppala. Müssen wir gucken, wohin wir durch müssen. Ich würde mal sagen, erstmal. Oh, oh mein Gott. Jo. Jo. So. Alle, ja, let's go. Danke. Das wollte ich hier, da wollte ich hin. Zack. Oh mein Gott, oh mein Gott, au. Nix da. Zack. Oh mein Gott, ich. warte. Okay, da. So. Zack, komm rüber, halt, komm rüber, Sally. Wir haben noch eine Pistole, aber die behalten wir erstmal. Zack, 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 zack. Oh, fuck. So. Ah, warte. So, komm. Oh Gott. Gar nicht gut. Es muss doch einen Nee. Ausgang geben. Ja, darüber bin ich gerade. Ah, hi. Ich würde mal sagen, wir gehen nach da. Oh Gott, oh Gott. Ja, das. Rat mal, was wir hier versuchen, Drake. Ich wollte gerade sagen, gehen wir hier auf diesen Spalt. Oh Gott. Ich will mal sagen, wir gehen mal nach da. Alle ab. Da. Alle ab. Alle ab. Alle ab. Zack, zack. Und oh. Gerade so noch. Los, hilf mir mal. Und zack. Oh, Mist. Oh Mann. Oh Gott. Hilfe. Zack, zack, zack. Au. Zack. Zack. Oh. Oh Gott. Ja, schön, schön, schön. Hier runter.
Wir haben's gleich. Rennt, ihr Schweine! Oh Gott, danke. Da wollte tatsächlich einer kommen. So, wir müssen jetzt gucken. Also erstmal müssen wir den hier erledigen. Das steht schon mal fest. Halt! Da oben! Ja, und dann müssen wir nach da. Also machen wir sogar noch einen richtigen Weg. Da ist die Tür! Oh nein! Oh, natürlich. Hier drüben. Ach nee, da. Oh nein, nein, nein! Oh, fuck, verdammt, verdammt, verdammt! Ah! Hilfe! Ich wollte gerade sagen, nicht hochklettern, hochlaufen. Mist. Sally, ich sitz fest mit dir. Die zwei. Runter. Okay. Puh. Gerade so noch geschafft. Oh mein Gott. Oh nein. Oh Mann! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Danke, Sally! Alter, was ist denn hier los? Also, eins ist sicher! Entschuldigung! Hä? Komm. Hey, ich hab dich. Ich hab dich. Gut. Los! Weiter. Also eins ist klar, es wird nicht langweilig. Es wird überhaupt nicht langweilig, Jungs und Mädels. Im Gegenteil. Aber ich glaube. Nee. Okay, wir müssen, glaube ich, da runter. Ja, müssen wir. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott! No. Hier stürzt gleich alles ein! Ja, ist denen doch egal. So. Wieder eine von der Seite kommen wollte unbedingt. Extra. Oh Gott, Hilfe. So, den haben wir auch nochmal beseitigt. Zack, nochmal Pistolenmunition, nimmt man gerne mit. Puh. Also langsam. Oh Gott. Ja, ich wollte nur kurz seine Granate jetzt holen. Seh, ein Weg öffnet sich. Ja. Oh gut. Wenigstens können wir noch da hochspringen. Oh Gott. Los. Oh Gott, oh Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Der verdammte Turm bricht zusammen. Ja. Ah. Wir müssen laufen, 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 laufen. Oh Gott! Hilfe!
Ah! Na los! Oh Mann! Das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh, ja. Einfach großartig. Gib mir mal einen Moment. Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung hab. Komm schon, Sally, du bist stark wie ein Ochse. Ja, ja, klar. Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin. Hat nicht viel gefehlt. Jetzt mal im Ernst. Ich glaube, ich habe einen Faden verloren. Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh, nein, 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 nein. Wenn da jetzt einer deiner Ich bin dafür zu alt reden kommt, lass es bleiben. Nein, die Jungs hier verstehen keinen Spaß. Ja und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben. Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste, okay? Hör zu, Junge. Ich bin seit 20 Jahren für dich da. Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Das kannst du mir glauben. Ich will doch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun. Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn. Du wirst unvorsichtig. Das solltest du besser wissen. Du wirst noch dabei draufgehen. Verdammt! Am Ende gehen wir alle dabei drauf. Oh nein. Was? Cutter und Chloe. Sally, wenn sie uns gefolgt sind... Oh, scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen. Wir müssen sie irgendwie... Ja, und dann nichts wie ab nach Syrien. Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht. Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos. Verdammt, ich kann die beiden nicht erreichen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Wann macht denn der Laden wieder auf? Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Touristen anrollen. Na, dann schwingen wir die Hufe. Die Kette ist durch. Okay, dann sind wir wohl nicht die Ersten hier. Naja, aber Marlo und Talbot halten uns für tot. Also haben wir das Überraschungsmoment. Verbocken wir es nicht. Genau. Wir schleichen uns rein und finden raus, wo sie Chloe und Cutter festhalten. Wenn sie hier sind. Positiv denken, Sally. Ich finde nur, dass die Typen nicht nach Geiselnehmern aussehen. Seien wir doch einfach mal optimistisch, okay? Wir retten Cutter und Chloe und schleichen dann zu viert wieder raus. Klar. Rausschleichen. Na klar, warum nicht? Kapitel 8. Die Zitadelle, ja. Wir haben es jetzt endlich aus Frankreich aus dem Gebäude geschafft. Gerade so doch. Und ja, jetzt geht's langsam los, wo es Richtung... Ja, man kann sagen... Ich warte. Richtung Verzweiflung, Hinterfragen von Sully angeht langsam. Okay, Sully, alles klar. Komm hoch. So. Ob es überhaupt wirklich richtig ist, haben wir ja gerade... mitbekommen. Und ich muss selber auch sagen, ob es halt wirklich das Richtige ist, gerade das, was wir jetzt hier machen mit Drake und sonst was. Klar, die ersten beiden Teile... Ich sage dir, wenn es sicher ist. Jo. Klar, man kann immer wieder argumentieren, in den ersten beiden Teilen war es ja genau so. Wow. Hilfe. Alles gut. Ja. Einigermaßen. Ja, bloß, dass wir hier nur fast umgekommen wären dadurch, ne? So. Aber ich bin ja gespannt, was Sully meinte mit seinem verdammten Stolz. Also klar, man kann es sich ja denken, dass halt Drake zu sehr von sich selbst überzeugt ist, dass er das Ganze immer schafft oder schaffen muss. Ja, aber ich bin gespannt nochmal, wie sich das Ganze nochmal entwickelt. Zack.
Na, die Mac, die brauchen wir nicht. Okay. Dreh dich um am besten. Ja, oder bleibe so. Ah, verdammt. Ja, komm. Komm nach vorne am besten. Was ist das? Ja. Zack. Was ist das? Oh Gott! Hilfe! Was macht. Au! Bro, dein Kollege ist so. Maximal. Also, das muss ich ja sagen, also die KI war jetzt gerade ein bisschen maximal verwirrt, glaube ich. Nee. Er versteckt sich, treibt ihn raus. Och Gott, nö. Wo ist er hin? Ich bin eigentlich oben, aber wenn ihr mal stehen bleiben würdet. Oh, Alter. Bleib doch mal stehen. Oh Gott. Also, das muss ich gerade sagen. Die KI ist echt. Also, jetzt gerade. Jetzt gerade ist sie absolut verloren. Obwohl, also muss ich jetzt gerade in dem Moment sagen. Die wirkt sehr verloren, sehr verwirrt. So. Aber das muss ich jetzt gerade sagen. Also die war jetzt gerade nur dezent. Aber wirklich nur dezent. Sehr, sehr verwirrt gerade. Okay, hier oben gibt's nichts. So. Perfekt. So, jetzt haben wir eine AK. Besser als die abgesägte, meiner Meinung nach, immer noch. Und obwohl es ging jetzt gerade mit der Pistole. Ah, die haben wir eine neue. Para 9. Ja, nehmen wir mal die Para mal. Möchte die einfach mal ausprobieren. Und dann öffnen wir mal Sally den Weg. Mal einfach mal gucken, ob die Para 9 halt wirklich eine bessere Pistole ist. Wo warst du denn? Ach, ich war Dinge erledigen. Kann man sagen. Zack, haben wir nochmal eine Granate. Wir haben jetzt insgesamt 3 Granaten. Die können nochmal wichtig werden. Na los, hilf mir doch mal. Manchmal war auch sehr nett von dir, Drake. Zack. Alle ab. Alle ab. Los, hier lang. Wir haben sehr viele Stellen zum Verstecken. Ich glaube, hier kommt gleich eine Schießerei. Also ist jetzt nun mal nur so meine Vermutung. Sorry, hier drüben. Geh zurück. Cool. Aber ich möchte jetzt erstmal da die Treppe hochgehen, ob es da irgendwas gibt. Was zum Beispiel ein Schatz ähnlich ist oder sonst was. Okay, nö. Nö, gar nichts. Also gehen wir mal stinknormal durch die Tür. So. Hello. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und, geschlossen. Okay. Okay. Hey, schau mal. Lass mich cool.
Ist da unten was? Okay, warte mal. Ich schau's mir an. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was da unten ist. Wahrscheinlich die Leute von Tarbold. Ich wollte gerade sagen. Ja, kommt. Ja, gut. Ja, die überleben es. Natürlich. Ach komm. Ja, da war wieder die überfordere KI. Ja, komm. Ging noch. War jetzt nicht das Beste vom Ei, aber es war okay. Ja, manchmal ist mein Aim aber auch wirklich, also halt wirklich miserabel, was das angeht. Alle, jopp. Ich zerschieße das Schloss. Ja, alles gut. Zack. Cool. Ich wollte noch mal kurz weiter oben bleiben. Ja. Wollte gerade sagen, wir müssen da ja weiter. Oh Mist, komm schon. Sully! Hilf mir mal! Danke! Hier wimmelt es von Agenten. Kassa und Chloe könnten Probleme haben. Könnten sie bloß sein. Auf jeden Fall da, wo wir nicht sind. Witzig. Ja. Ja, aber haben uns ein paar Agenten wirklich immer Probleme verbreitet, Drake? Ich glaube ja nicht. Verdammt nochmal! Seid ihr nicht in Frankreich? Wir wollten euch retten. Vor wem denn? Wir dachten, ihr werdet entführt. Oder schlimmer. Aber wieso denn? Naja, Talbot überfiel uns im Schloss. Das war eine Falle. Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt. Ja, sie sind auf jeden Fall hier. Na, großartig. Dann sollten wir vielleicht leiser sein. Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht. Ah, ich muss mein Guthaben aufladen. Du benutzt ein Prepaid-Handy? Mann, mit Vertrag ist doch krasse Abzocke. Was? Meins ist kaputt. Was? Okay, kommt. Vergessen wir's. Ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben. Ich habe alles hier. Nicht nur, dass Elizabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte. Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft. Der British Occult Secret Service, die School of Night, der Hellfire Club, die Order of the Golden Dawn. Sie gehören alle zusammen. Und John Dee? Und Francis Walsingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake. Sie alle wussten Bescheid. Aber für sie ging es nur um die Macht. Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht. Hey Leute. Warte. Und Marlo und Yazim? Sind vom selben Geheimorden. 400 Jahre später. Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Klar. Hier, schaut mal her. Quod est superius? Est sicut, quod est inferius. Wie oben, so auch unten. Und das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Schloss. Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Oh, geht doch. Ja. Mit diesem Hinweis könnten wir den Weg in die Gruft finden. Der Eingang muss hier irgendwo versteckt sein. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall mehr. Da, das ist der höchste Turm. Okay, dann müssen wir also nur darüber. Achtung. Oh Mist. So ein Mist. Runter. Und jetzt? Zum Turm.
Turm müssen wir an ihnen vorbei. Toll. Und was ist aus Reinschleichen und Rausschleichen geworden? Was? Wir geben nicht auf. Ja, wir sind so nah dran. Kommt, wir finden einen Weg um sie herum. So. Ah, wir haben die Gmail. Dann werden wir die mal holen. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das alles im nächsten Part, wo wir uns dann dort durchkämpfen, durch die Männer von Tarbold und dort dann zum Obersten gelangen wollen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Part euch gefallen. Wenn es dem so ist, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Oder auch ein Abo raushauen, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, dann könnt ihr auch die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ist natürlich auch alles kostenlos, also müsst ihr keine Zusatzkosten oder sonst was bezahlen. Und ja, dann könnt ihr auch was in den Kommentaren schreiben, was euch in diesem Part so gefallen hat und. Und ja, Verbesserungsvorschläge könnt ihr auch hinschreiben. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns allerspätestens morgen wieder zu einem neuen Part. Uncharted 3, Drake's Deception, dann sage ich mal Tschüss und bis morgen. Ciao.